Willkommen zu einer weiteren Runde des Strategic Command World War One gegen den Ranger. Ich erwarte, wir schauen uns erstmal die Runde von ihm an, ich erwarte eigentlich jederzeit den Angriff auf Holland. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass wir in dieser Runde Serbien rausnehmen werden, dass wir den Krieg, sage ich mal, im Süden beenden können und dann können wir die Einheiten, die wir dort haben, an die italienische Front schieben. Ich hoffe, dass wir dann dadurch Rumänien mit reinkriegen. Okay, da sind Angriffe. Okay, er rückt da oben halt wirklich mit Truppen rein. Da wird er wahrscheinlich noch mehr reinschieben. Das heißt, da müssen wir welche hinverlegen. Okay, wir werden den Kreuzer verlieren, gehe ich von aus. Ei. Wenn er unseren einen Kreuzer da oben nicht entdeckt. Ah, er macht halt unsere ganze Flotte lang, ne? Nein! Oh, alle Schiffe weg! Hat er noch eins? Eier, Gott im Himmel! Wie viele Schiffe hat er denn? Oh. Krass! Okay, das war heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass er unsere ganze Flotte einfach so weghaut. Okay, drei Einheiten hat er da inzwischen schon. Jetzt ist Winter. Boah, okay, dann ist die Operation Nordstern ist eindeutig gescheitert, ey. Lecco mio, ey. Gegen die Flotte haben wir ja gar keine Chance. Boah. Naja, ist die Armee weg. Dachte ich mir schon, dass das passieren wird. Ja, die Truppe ist auch tot. Er greift jetzt Lemberg ein. Er nimmt Lemberg ein, denke ich. Er kann noch rotieren. Ja. So, blöd. Sehr blöd. Ja, da greift er an. Das dachte ich mir schon. Das habe ich schon erwartet. Ich bin gespannt. Ey, dass er unsere ganze Flotte zerstört, das finde ich heftig. Finde ich sehr, sehr heftig. Boah, ey. Mal gucken. Ich hoffe, dass Rumänien jetzt nicht mit in den Krieg einsteigt, weil Lemberg gefallen ist. Boah. Eieiei, guck mal, alles weg. Erobert, Hoffner befreit, Lemberg erobert, Schreckkraft spielen, die Seefecht bei den Falklandinseln. Oh, schwarzer Tag für die deutsche Marine. Der Fall von Lemberg bringt Rumänien in die Richtung der Entente zu tendieren. Okay, ja. Geht unser Ziel, um Unterstützung für tschechisch-slowakische Unterstützung zu sammeln. Oh, das ist natürlich auch blöd. Okay, wir kriegen eine Einheit, wir haben ein weiteres U-Boot und einen Zerstörer. Oh, okay, ich werde mir einen Überblick verschaffen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir beginnen mal mit dem Süden. Dass wir hier unten mal unsere Truppen mal vorziehen. Also, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal ein. Mit der Truppe geht's dahin. Na, überlegen gerade. Das ist nur eine Achter. Die geht dahin. Die geht dahin. Die geht dahin. Das ist eine 10er Einheit, die stärker ist. Wo haben wir denn hier die Versorgung? In der kommenden Runde. Eine 2er Versorgung nur. Okay, wir das ist wichtig, dass wir den vielleicht hier runterschieben dann. Möglichst weit runter sogar. Können wir den nicht noch. Können wir den sogar verlegen? Ne, können wir auch nicht verlegen, ne? Weil er nicht auf Gleisen steht. Das heißt, wir haben hier unten in der nächsten Runde eine ganz beschissene Versorgung nur. Eine ganz beschissene. Ist nicht so toll. Das ist nicht so toll, muss ich sagen. Ihn würde ich vielleicht sogar auch in den Süden verlegen erstmal. Er kommt dahin. Die lasse ich alle mal eingraben. Beziehungsweise können wir hier interessante Angriffe fahren? Können wir rein theoretisch, ne? Sind wir aber nicht eingegraben. Das ist verschanzen kann er sich nicht. Ja, wieso kann er sich nicht verschanzen? Er könnte maximal noch angreifen. Das lohnt sich aber nicht. Außer wir können ihn hier noch durchtauschen. Dann kann er sich auch nicht verschanzen, ne? Mist, dass wir den nicht verschanzen können, ist blöd. Hier sollten wir uns auf jeden Fall verschanzen. Hier auch.
So. Hier hätten wir sogar einen Hafen. Hier könnte man rein theoretisch eine Landungsaktion im Suezkanal vollführen. Indem man hier runter geht, ne? Das heißt, wir müssen aber mit einer landen und dann hoffentlich schnell Quina einnehmen oder sowas. Keine Ahnung, ob das realistisch ist oder ob das ein Selbstmordkommando wäre. Wir könnten es probieren, mit der Einheit mal zu machen. Wäre ein bisschen sneaky. Ich glaube, wir müssen eben ein bisschen cheesen, damit wir hier auf den grünen Zweig kommen. Kann ich den verlegen? Den könnte ich verlegen. 22. Ah, hier oben kann ich nicht hin, weil der keine Schienen hat. Ah, das ist halt kacke. Wir könnten den auch nicht nach Bagdad verlegen, ne? Weil die Schiene bis nach Mosul noch nicht liegt in Bagdad. Wir könnten den nach Medina runter verlegen. Die MPP sparen wir uns. Wir marschieren mit dem. Die sind hier oben, das ist gut so. Jetzt, den würde ich ganz gerne jetzt auf den Landungsbug packen. 81 Punkte ist sau teuer, ne? Aber wir probieren es. Und wir schützen ihn mal. Keine Ahnung, wenn ich das jetzt mache, dann belagere ich den Hafen, ne? Das ist der Zerstörer. Den sollten wir vielleicht mit dem Linienschiff tauschen. Das ist unser Schlachtkreuzer, genau, und ist der leichte. Tauschen wir so, stellen wir die so hin. Mal gucken. Ich bin gespannt, was da raus wird. Den bewegen wir. Die Einheit können wir weit moven lassen. Jetzt überlegen wir mal hier 0-0. 0-0 oder eingraben auf. Ne, machen wir 0-0 mal. Nice, das ist gut. Wie sieht es mit der Versorgung da oben aus? Eine Dreierversorgung hätte ich da im nächsten Zuge. Den ziehe ich hoch. Ah, nein, zurück. Nein, ich habe mich verklickt. Ich wollte doch... Oh. Was tue ich denn? Muss ich die da reinlegen? Den kann ich auch nicht mehr verschanzen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich denn? Ich mache so viel Quatsch. Ich verklick mich immer so häufig. Das ist so... ärgerlich. Ja, mit ihnen würde ich ganz gerne auch hinterher rücken. Er kommt dahin. Wobei, ihn ziehe ich ein zurück. Er könnte mich da reinrücken. Tja. Mit der Einheit könnte man dahin gehen. Damit locken wir ihn so ein bisschen ab. Wir würden ihn damit setzen wir ihn unter Gefahr, dass er da seine Truppen vielleicht verliert oder sowas. Ihn mal dahin. Na, wir, sag ich mal, setzen ihn hier unter Druck. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Aber das davon wäre wie ein ganz dummer Mistklick. Ich wollte mit der neuen Einheit natürlich Karas sichern, weil er kann jetzt durchrotieren und ihn wahrscheinlich einfach wegmachen, weil er auch nicht verschanzt ist. Er ist auch nicht verschanzt. Wir haben hier noch den Typhus und so weiter. Das heißt, die Truppen werden eh noch geschwächt. Na, dass ich hier keine Züge zurückmachen kann, das ist so ätzend. Das ist so, als Anfänger ist das richtig kacke. Das tut richtig weh. Gut, hier müssen wir Einheiten hoch verschieben. Die werden wir aufpäppeln, die Einheiten. Weil die müssen halten. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So. Gehen wir mal kurz an. Wie viele Punkte haben wir noch? 222 Punkte haben wir noch. Gut, das heißt hier verlegen. Wo kommst du da hin? Darfst dich verschanzen. Wo kommst du da hin? Darfst dich hier verschanzen. Mit dir laufen wir mal weg. Dich können wir unterstellen. Du gehst dahin. Und verschanzt dich. Kein Bock, dass er hier gleich angegriffen wird. Tja, mit der Kavallerie haben wir jetzt noch gute Möglichkeiten. Kiew wird safe was drinstehen, glaube ich. Mit der laufen wir hier hin. Ja, das ist die Garnison, wie befürchtet. Ich glaube, wir sind nicht stark genug, um die Garnison aufzuhalten. Weil die dürfte sogar gut equipped sein. Das heißt, wir können aber hier weiter reiten. Und uns rein theoretisch noch verschanzen, falls er auf die Idee kommt, uns da anzugreifen. So. Das heißt, wir zielen mal so ein bisschen ab, ihm hier die MPP-Punkte zu klauen im Süden. Gut, die Einheit kann im nächsten Zug, glaube ich, da hoch. Wir müssen aber erst mit den Schiffen hochfahren, damit wir dann hier anlanden können. Und dann versuchen wir, Sevastopol einzunehmen.
gucken mal, ob das funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein Himmelfahrtskommando, aber wir sind verzweifelt. Wir müssen verzweifelte Aktionen machen, damit wir halt irgendeine Chance noch haben, ihn vielleicht kalt zu erwischen. So, jetzt ist die Frage. Ich will ganz gerne hier durchreiten, um dann halt ihm die Versorgung abzuschneiden hier in der Front. Dafür müssten wir aber... Ja, wir müssten die Linie schneiden. Na gut, er hat hier E-Versorgung jetzt, ne? Moralziel, galizische Ölfelder. Wie weit ist denn Rumänien jetzt Richtung Alliierte? 52%. Bulgarien ist bei 74%. Guck an. Da machen wir mal hier weiter. Null Angriff. 1, 1, 0. Ja, wir beginnen mal mit dem Einser hier. Hat er alle unter Kontrolle? Ja, haben wir. Sehr gut. Hat er... Können wir auf manuell stellen? Haben wir auf manuell. Hm, okay. Er ist zu weit entfernt, damit er die unterstützen könnte. Beginn mit ihm hier. Ein Abzug, 1 zu 1. Hier können wir 2 abziehen. 2 abziehen, keine verloren. Hier haben wir immer noch 0, 0. Hm. Keine Verluste. Nein, wir verlieren natürlich was. Das ist natürlich ätzend. Ich glaube nicht, dass ich das hier unten noch einnehmen muss, oder? Ich glaube nicht. Gut, das könnte er auch machen, ne? Tja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir ihn da jetzt einigermaßen zügig rauskriegen. So, die Einheiten können wir jetzt alle verlegen. Verlegen, ja, 22 Punkte kostet das. Die legen wir hier hin. Die verlegen wir. Kommt dahin. Er ist geschützt, er ist halt ein bisschen offen hier, ne? Deswegen ist das vielleicht so ein bisschen der Weak Point. So, jetzt ist die Frage, legen wir die anderen Truppen? Wir müssen halt was Richtung... Etwas Richtung Italien legen. Wie weit ist denn Italien jetzt Richtung Krieg tendiert? Italien, Italien, bei 13%. Bei 13%. Hm, 13% ist natürlich schon übel. Tja. Was halt cool wäre, ist, wenn wir es irgendwie... Guck mal, wie viele Truppen er hier stehen hat. Es kann doch gar nicht sein, dass er hier hinten noch so viele hinterstehen hat dann, oder? Wo ist er denn dann geschwächt? Hier so ein bisschen, ne? Was ist denn, wenn wir probieren, hier unten eine Offensive zu fahren? Indem wir hier reinrücken, uns eingraben. Dann kann die Einheit aber beschossen werden. Von allen Seiten halt, ne? Wir können hier 1-1 tauschen. Oh, wäre schön, wenn ich meine, meine Artillerie hier unten jetzt liegen hätte. Das wäre cool. Weißt du was? Können wir die so verschieben? Die können wir so verschieben. Naja, wir bereiten hier mal einen Angriff vor. Eine Frühjahrsoffensive. Hm, falls wir nicht abgeblockt werden quasi von ihm. Hier ist der General. Geht weiter hier runter. Hier oben müssen wir unterstützen. Das ist wichtig. Hier können wir 1-1 gehen. 1-1. Den müssen wir wieder auffüllen. Auf Ziele auffüllen, aber würde dann wahrscheinlich moraltechnisch beim nächsten Angriff zurückweichen. Das heißt, es macht Sinn, dass wir da eine Truppe hinverlegen, eine starke. Wir müssten hier 1, 2, 3, 4 Truppen hinverlegen, das wäre wichtig. Tja, 4 Truppen müssen dahin. Aber welche 4? Ihn können wir nicht verlegen. Ihn können wir auch nicht verlegen. Haben wir überhaupt noch Truppen, die wir verlegen könnten, rein theoretisch? Wir haben eine, die wir hinstellen können. Klar, Moment. Neue Einheit. Was? Den verbessern wir. Und die neue Einheit. Das Korps. Mist, das kann ich da gar nicht hinstellen, da oben. Das stellen wir hier hin. Tja, das U-Boot. Den packen wir mit hier hin. Den Zerstörer packen wir da hin.
Müssen wir eh so ein bisschen gucken, wie wir das machen. Er könnte hier rein theoretisch anlanden. Wir haben ja unseren Schlachtkreuzer hier. Okay, aber Schiffe machen wir später. Das heißt, hier brauchen wir hier oben noch eine weitere Einheit. Unbedingt. Unbedingt eine weitere Einheit. Tja, ihn könnten wir hier verlegen. Von unserer Front aus. Weg. Wäre ärgerlich, weil wir halt eigentlich in der nächsten Runde angreifen wollen. Haben wir noch eine weitere Einheit, die wir verlegen könnten. Die könnten wir verlegen. Die können wir verlegen. Die können wir verlegen. Hier oben können wir nur die Einheit verlegen. Tja, sieht's hier aus. Das sieht nicht so geil aus. Können wir die aufmotzen? Nee, ne? Ja, auf 6 können wir die hochgehen, ne? Aber dann wird sie wahrscheinlich nächste Runde platt gemacht, weil sie keine Festung mehr hat. Tja. Wenn wir jetzt in die Richtung wegreiten, dann haben wir keine Versorgung mehr in der nächsten Runde. Dann sind wir spätestens einer Runde tot. Das heißt, wir werden uns hier verschanzen. Ja, so. Er ist nächste Runde tot, aber damit haben wir ihn so ein bisschen abgelenkt. Ihn können wir auch nicht verlegen, aber erst nächste Runde. Aber der muss auch erstmal aufgepäppelt werden. Ihn können wir verlegen. Nee, er ist direkt an der Front. Ach Mann, wieso haben wir keine Einheit, die wir verlegen können? Das ist doch hanebüchend ist das. Nur die Kavallerieeinheit können wir hier verlegen. Oder ihn da. Na gut, ihn könnte ich verlegen und dann könnte ich den, sag ich mal, unterstützen, indem ich ihn da reinrücke und mit der Kavallerie hier vorrücke. Ja, ihn müssen wir verlegen. Das ist wichtig. Er kommt dahin. Da sollte er keine Sicht drauf haben, glaube ich. Wobei doch, der kann zwei weit gucken, ne? Verlegen wir ihn doch hier hin. So. Ärgerlich. Schwierig. Alles sehr schwierig. Mit der Einheit könnten wir da reinlaufen. Wie sieht's aus? Die haben wir alle unter Kontrolle, ne? Gut. Einen abziehen. Mit ihm könnten wir rein theoretisch. Ah, das machen wir anders. Die Einheit kommt hier hin. Einen General stelle ich hier rein. So. Als Absicherung. Guck mal, hier könnte ich zwei abziehen. Und mit der Kavallerie vorrücken und ihn auch angreifen. Dann könnten wir ihn aus. Könnten wir ihn rausnehmen. Im Endeffekt aber bringt uns das so viel, ist an die Frage. Bringt uns das so viel. Hier könnte ich einen abziehen. Hier könnte ich einen abziehen. Hier kann ich niemanden abziehen. Hier kann ich auch nichts abziehen. Der ist. Steht einfach nur offensiv da. Der ist einfach nur zur Offensive da. Wir könnten hier reinlaufen, sonst schneidet er uns in der nächsten Runde den Dings ab. Wir könnten hier hinlaufen und den attackieren. Danach könnten wir uns wieder zurückziehen. Hoffentlich. Machen wir das? Bringt gar nichts, bringt das. Wir können es auch nicht zurückziehen. Wir maximal verschanzen. Können wir uns maximal verschanzen. Oh, das ist nicht gut. Eins können wir hier gehen. Natürlich ein Verlust. Na, der überlebt das auch noch. Come on, ey. Ich hab Schiss, dass er den gleich platt macht hier. Alter, er verliert einfach gar keine. Das ist nicht euer Ernst. Könnte man doch durchrotieren? Und uns eingraben rein theoretisch. Verschanzen. Tja, mit der Einheit würde ich mich ganz gerne wieder zurückziehen. Aber dann würde ich das so machen wollen. Die dahin und die dahin. Könnte halt sein, dass die Einheit dann ausgelöscht wird, wenn er hier vorrückt. Was haben wir hier dann? 0-2. Das ist doch zu verlockend, das nicht zu machen. 1-1, 1-0.
1-0 hört sich gut an. Ja, sehr gut. 0-2 hört sich gut an. Ein verloren, Mist. Ihn würde ich ganz gerne aufpäppeln. Hier können wir einen 1-1-Angriff machen. Ihn würde ich ganz oben auch ganz gerne aufpäppeln einmal. Zack, mit ihm können wir vorrücken. Ich glaube sogar nach hier oben könnten wir radrisch vorrücken. Wie ist denn die Versorgungslage da oben? 6 hat er sogar. Das ist vollkommen akzeptabel. Ja, warum nicht, ne? Was spricht dagegen? Ich glaube nicht, dass er hier so tief reinlaufen kann. 1-0. Sehr gut. Wir hatten noch einen Flieger, wo wir ein bisschen gucken könnten, was hier im Hinterland... Ja, im Hinterland ist gar nichts los. Die, also Grotno wollen wir nicht unbesetzt lassen. Wollen wir nicht unbesetzt lassen. 1-0. 1-0. Was ist, wenn ich ihm hier reinrücke? Wir könnten natürlich mit ihm auch darüber rücken und hier Druck machen. 2 kann ich abziehen. 2 kann ich abziehen. 1 kann ich abziehen. Ziehen wir mal 2 ab. Ziehen wir 1 ab. Guck mal, er rückt zurück. Ihn könnten wir vorrücken. Wollen wir das, ist die Frage. Ihn könnten wir in den Wald reinrücken hier. Ja, mit ihm rücken wir mal hier oben rein. Machen da Druck. Das ist ein bisschen exponiert, ne? Er könnte jetzt gleich von 3 Einheiten angegriffen werden. 6er, 10er und 7er. Er könnte da reinrücken, er rückt da rein. Und greift ihn an, ne? Er ist ein bisschen... vielleicht ein bisschen sehr aggressiv gegangen. Vielleicht hätten wir ihn da nicht unbedingt da reinstellen, sondern vielleicht hier reinlaufen lassen sollen. Weiß nicht, ob das sich das vielleicht recht... So, gehen wir kurz zu den Schiffen. Das ist ja unschön. So. Feindkontakt. 1 und 0. Das ist auch nur ein Zerstörer. So. Mit dem Schiff sollten wir ihn aber gleich Schaden zufügen können. Ich habe ein bisschen Schiss, dahin zu gehen, weil hier hat er safe noch ein Schiff. Safe noch eins. So, und mit ihm habe ich auch keinen Bock, irgendwie auf Erkundungstour zu fahren. Wir könnten probieren, wie viel Versorgung. Du hast 5 Versorgung nur noch. Ja, dann können wir gar nicht. Dann können wir gar nicht mit ihm irgendwie schnell wegfahren oder sowas, ne? Stimmt, der ist hier oben ein bisschen geblockt. Wenn ich dahin fahre, hier hat er seine Schiffe gehabt, ne? Hoffen wir doch mal, dass wir da oben nicht entdeckt werden, dass wir mit dem Schiff halt irgendwie mal aus der deutschen Bucht rauskommen oder aus der Nordsee rauskommen. So. 1-6. Puff, versenkt. Wunderbar. Huch, 2 sogar verloren. Bringen wir den wieder zurück. Dann haben wir noch ein Linienschiff. Was wir wieder zurückbringen können. Aber es kommt nicht so weit, blöderweise. Was haben wir sonst noch dabei? Wir hätten hier noch Panzerkreuzer. Die können wir hier mal schon mal positionieren. Tja, wir haben halt unsere gesamte Flotte verloren. Das ist halt extrem blöd gelaufen. Hier haben wir ein U-Boot, mit dem ich aber hier auch nicht so einfach rauskomme wahrscheinlich, ne? Wenn ich hier so rausfahre, ich glaube nicht. Wie sieht es mit Schleichfahrt aus? Was hat, ich habe halt keine Ahnung, wie das funktioniert. So, ich lasse hier mal fahren. Gucken, was passiert. Wow. Er kommt nicht weiter. Das ist irgendwie eine... Ich habe gedacht, er kann da... Naja. Egal. War auch irgendwie logisch. Also, naja. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel noch nicht zu 100% aus, aber es war irgendwie logisch, dass das passieren wird. Tja, was machen wir? Wir müssen eigentlich auch die aufleveln hier, dass wir nicht ganz so exponiert dastehen. Dann habe ich gleich 235 noch, ne? Ja. 235 haben wir noch über. Das heißt 135 für ein weiteres Bataillon, was wir ausheben können. Ein Korps, meine ich, das wir ersetzen können. Haben wir hier oben alles durch? Bewegungstechnisch haben wir hier alles durch, glaube ich, ne? Du auch, du auch. Tja,
Habe ich was vergessen? Ich kontrolliere eben kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. So, wir haben noch ein paar Einheiten, die wir verschieben können. Oder eine Einheit, die ich entdeckt habe, die wir verschieben können. Und welche, die wir aufpäppeln können. Das ist die Frage. Wollen wir aufpäppeln oder gehen wir hier hin und kaufen uns eins der Cores, die wir verloren haben. Weil wir haben hier einige Cores, die wir uns günstig zurückholen können. Ich würde sagen, die kaufen wir uns, damit wir diese Einheiten für die Italienfront her, sag ich mal, aufstellen können. Das ist die Frage. Die können wir auch aufleveln, damit wir aber 90 wieder verlieren, ne? Brauchen wir das? Brauchen wir die Einheit, ist die Frage. Brauchen wir die, um... Ja, es ist schnell, ihn wegzukriegen. Ich glaube ja. Ich glaube ja, wir brauchen die Einheit hier unten. Deswegen würde ich die vielleicht gleich aufleveln. Die können wir nur auf 5 leveln, die können wir nur auf 6 leveln, weil wir nicht genug Punkte haben. Das heißt, wir werden die Einheit verschieben, verlegen. Also ich meine, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, bevor Italien in den Krieg kommt. Ich meine, wir haben noch Zeit. Aber auch nicht mehr viel Zeit. Das bedeutet, wir brauchen hier auf der Front natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einheiten für die Front. 9 Einheiten und 2 Generäle. Den General würde ich hier hinten schieben. Das heißt, wir können die jetzt verschieben, die Einheiten. Deswegen lasse ich die hier hochlaufen. Ihn können wir nicht schnell verlegen. Das heißt, die sollten sich hier auf den Weg machen. Die Einheit sollte sich auch auf den Weg machen. Die Einheit auch schon, weil die brauchen wir hier oben nicht mehr. Gleiches gilt eigentlich auch für die Einheit. Ja, wir kommen hier mit dem Zug nicht raus. Das heißt im Endeffekt... Wo bin ich? Bin irgendwie weggesprungen gerade. Mit der Einheit auch hier oben raus. Die Einheit würde ich auch hier rüber schicken. So, dass wir die jetzt erstmal alle dahin verlegen. Ich glaube, mit den Einheiten sollten wir die Front besetzen. Zumindest, dass wir die Italiener, sage ich mal, dann unter Druck setzen können vielleicht sogar. Ich erwarte eigentlich in der nächsten Runde, dass er über Holland hereinfällt. Das erwarte ich eigentlich. Früher, also eher früher als später. Und das hier oben ist natürlich auch ein Problem, weil er hat dann eine ganze Front. Also von Emden oder von Wilhelmshaven runter bis Mühlhausen haben wir eine Front dann, ey, auf der Westfront. Das wäre scheiße. Und wir verlieren sehr viele MPP-Punkte dadurch, wenn Holland im Krieg ist. Also MPP-Punkte für unsere Nation hier. Die 4 Einheiten sollen ihn auslöschen in der nächsten Runde. Hoffentlich kriegen wir das hin. Und dann kann ich die 4 Einheiten an die Westfront schmeißen und hoffentlich mit denen hier oben die Lücke füllen. Also habe ich hier 1, 2, 3, 4. Das sind genau die 4 Einheiten, die mir fehlen quasi. Um hier oben die Lücke zu schließen. Und dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir noch mehr Einheiten aufstellen. Weil, Alter, wie viel Truppen er hat, ne? Er sieht einfach so aus, als hätte er 3-mal so viele Truppen wie ich. Krass. Durch die Mine fährt auch keiner durch. Kann ich noch eine Mine verlegen? Nee, kann ich nicht. Ich würde halt ganz gerne so ein bisschen die U-Boote hier gucken, ob ich die finde. Feindkontakt. So, was ist das hier? Ein leichter Kreuzer. Kann er das auch? U-Boot taucht ab. Ne, Linienschiffe lassen wir mal im Hafen drin. Da habe ich keinen Bock, dass wir die irgendwie doch noch verlieren. Das Schlachtschiff da oben auch. Die Österreicher haben eh schon harte Moral einbußen bekommen. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal verschärfen, die Lage. Das sollten wir aufleveln, glaube ich. Gut. Gucken wir eben kurz bei den Deutschen rein. Wir haben immer noch 600 Punkte, die wir rein theoretisch in die Forschung stecken können. Aber die sind aktuell so ein bisschen geblockt, weil wir halt zu viele Baustellen haben, die wir, sag ich mal, ändern müssen. Das heißt, den leveln wir hoch. So, ist blöd. 145 bleibt noch über. Das heißt, wir können jetzt noch eine Einheit kaufen. Wir brauchen nämlich Truppen. Unbedingt. So, jetzt haben wir noch 10 MPP. Wir gucken, ob wir da noch einen Ort finden, ob jemand die haben möchte von unseren Truppen. Ich glaube, wir haben niemanden, der die kriegen kann.
weil alle bewegt wurden oder zu schwach sind. Hier haben wir auch niemanden, da können wir auch nichts hochleveln. Schade, 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 schade. Wir könnten überlegen, ob wir hier halt Angriffe fahren, ne? Aber ich würde das ganz gerne nächste Runde machen. Weil, falls er in der nächsten Runde hier oben angreift, kann ich immer noch die Einheit verschieben. So, wenn ich die jetzt hier in dem Kampf drin habe, sind die nachher geschwächt und dann kann ich... Na, ich weiß nicht. Ich habe da so ein schlechtes Bauchgefühl mit. Da habe ich so ein schlechtes Bauchgefühl mit, wenn ich da jetzt angreife. Ah, plus 30% eigentlich. 1 zu 1. Was soll passieren im Endeffekt? Gut, dann sind wir da geschwächt. Ja gut, wir würden eine Verschanzung wegmachen, hat er eh dann nächste Runde wieder eine Verschanzung. Also es ändert nichts an der Gesamtsituation. Wir lassen es sein. Das hat mir häufig genug, hat mir das irgendwie nachher nichts gebracht, beziehungsweise hat nur wehgetan. So, den könnten wir noch hochleveln hier. Das werden wir, glaube ich, machen. Zack. Unterstützen. Ich hoffe, also ich denke nicht, dass er hier durchlaufen kann. Ansonsten versteht das Spiel wieder nicht, wie er das schaffen kann. Gut, ich glaube, wir sind durch mit der Runde. Tja, wollen wir die Kavallerieeinheit vielleicht noch mal einen zurückziehen oder dahin ziehen? Dann könnten wir ihn so ein bisschen schützen, ne? Wie sieht es da versorgungstechnisch nächste Runde aus, wenn ich ihn dahin stelle? Fünfe. Wäre vollkommen in Ordnung. Ja, stellen wir hier, damit schützen wir ihn so ein bisschen. Dann kann er nur von zwei Seiten angegriffen werden. Die Einheit wird nicht zum Angriff genutzt, die ist nämlich so gut wie tot. Das heißt, wir haben jetzt hier oben, ich würde mal sagen, eine leichte Drucksituation auf ihn aufgebaut. Ich hoffe, dass wir die halten können. Und dass wir dann vielleicht in den nächsten Zügen halt Richtung Riga pushen können. Das wäre mal wieder wichtig, da ein Moralziel einzunehmen. Ja, und hier unten halt wäre wichtig, dass wir Ivangorod einnehmen. Ja, genau. Dass er halt Kiew blockiert und so weiter, war mir sicher. Ich hoffe, dass er hier vielleicht eine Einheit hier unten rausgezogen hat, dass wir jetzt gleich leichtes Spiel haben. Oh, wir haben die Einheit nicht bewegt. Jo, das können wir machen. Gut, dass wir einmal abchecken nochmal. Das sollten wir nicht. Wobei. Dreier, ne? Nee, macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, da hochzuziehen. Noch nicht zumindest. Später vielleicht. Die Einheit müssen wir noch bewegen. Die würde ich, glaube ich. Da hat sie eine Viererversorgung. Hier hat sie eine Fünferversorgung. Ich würde sie, glaube ich, eher in der Fünferversorgung lassen. Und mich hier einmal eingraben. Wollen. So. Naja, mal gucken. Gut. Hier können wir auch nichts Wildes machen. 2-2 können wir hier gehen. Das wäre auch Quatsch. Lassen wir alles sein. Und er ist in der Nähe, dass wir die Versorgung da verbessern können. Sehr gut. Das U-Boot bleibt auch noch hier. Macht seine Sachen. Ja, gut. Also, dann wäre es das mit der Runde. Wir beenden die mal und schauen, ob wir noch irgendwelche Ereignisse bekommen. Ich meine, Italien wird sich jetzt melden und Trient und Triest fordern. Aber, ja, werden wir nicht hergeben, ne? Das würde, glaube ich, die Moral unserer österreichischen Truppen in den Boden stampfen. Eure kaiserliche Majestät Franz Josef. Nationalistische Persönlichkeiten in Italien fordern einen Krieg gegen uns, wenn wir Gebiete um Trient und Triest nicht an Italien abtreten. Die von ihnen geforderten Gebietsübertragung würde die Stadt und den Hafen von Triest sowie die Städte Trient und Bruneck umfassen. Wenn wir diese Städte an Italien abtreten würden, würde dies das Verlangen Italien gegen uns in den Krieg zu ziehen, massiv abschwächen. Die Abtrennung von Trient und Triest würde nicht nur unsere Wirtschaft schwächen, sondern auch für Unmut in der Bevölkerung sorgen. Tatsächlich würde ein solcher Schritt auf massiven Widerstand in unserer eigenen Bevölkerung stoßen und er hätte enorme negative Auswirkungen auf die Moral unserer Nation. Ne? Dennoch würde dies mit ziemlicher Sicherheit den italienischen Kriegsbemühungen einen Riegel vorschieben, sodass wir unsere ganze Aufmerksamkeit im Kampf gegen Russen und Serbien widmen können. Tja gut, ne, im Endeffekt würde ich damit die Südfront, sag ich mal, rausnehmen. Serbienfront ist weg. So, die haben wir besiegt, das ist gut. Das heißt, wir können auch mit der italienischen Front klarkommen. Wir haben genug Truppen, der Österreicher kriegt, sage ich mal, genug Punkte, dass wir unsere Truppen wieder einigermaßen zügig wieder aufstellen können. Das bedeutet eigentlich, wir brauchen die nicht hergeben. So, wir würden nur unsere Moral, sage ich mal, unnötig schwächen. Ich glaube, dass wir das hinkriegen. Und im Endeffekt gibt es uns auch mehr Möglichkeiten.
Er muss die Front ja schließlich auch verteidigen. Gut, er bekommt den Italiener dazu und so weiter. Der hat auch einigermaßen viele Truppen. Aber nein. Nein, wir werden es nicht geben. Italien durch unseren, durch die russischen Erfolge gegen Österreich und Ungarn ermutigt. Oh, das ist nicht gut. Da wird aufgestellt. Er steht da schon ready, ne? Er steht da schon ready. Freiwillige aus den USA schließen sich den Unabhängigkeitskampf gegen Serbien an. Wie bitte? Ach komm, Typhus in Serbien breitet sich aus. Ey, sehr gut. Ach, da unten ist eine Truppe. Come on, ey. Da wollte ich gerade runterlaufen. Osmanische Soldaten sind vom Typhus gebeutelt und die Regierung versucht, die Epidemie unter Kontrolle zu bekommen. Okay, nur drei. Drei verloren. Seeeinheiten der Entente blockieren den Nordsee-Importe ins Deutsche Reich. Das ist blöd. Die Kampfhandlungen an der Westfront werden über Weihnachten ausgesetzt. Ey, klasse. Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger gehört zu den Personen, die für den Dienst an der italienischen Grenze vorgesehen sind. Ah, interessant. Deutsches Reich entwickelt die Grabenkrieg Stufe 1. Sehr gut. Und Winter hat er. Das heißt, seine Angriffe werden abgeschwächt. Um 50%, glaube ich sogar, oder so, ne? 496 Punkte haben wir in der nächsten Runde zur Verfügung. 272 für Österreich. Das heißt, wir können zwei Einheiten aufstellen. Ja. Können wir, das ist sehr gut, aber können auch keine mehr verbessern. Osmanisches Reich nimmt 182 Punkte ein. Sehr gut. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ohne Flotte diesmal. Blöd gelaufen. Sehr blöd gelaufen. Würde ich, glaube ich, nicht normal machen wollen. So. Oder es halt dann anders aufziehen. Sehr blöd. Schade eigentlich. Ich hätte, glaube ich, die Schlachtschiffe bei mir in die Häfen stellen sollen und dann hätte er mit seinen Kreuzern da nicht einfach so stehen können und so weiter. Naja, egal. Man lernt dazu. Die nächste MP-Runde wird hoffentlich besser, wo ich dann weniger Fehler mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Haut rein. Ciao.